Guten Morgen an Tag 6, müsste es sein. Wir haben Samstag, wir waren gerade frühstücken und wir haben jetzt gleich unsere Hochzeit und wollten noch schnell was frühstücken gehen. Wir machen uns jetzt fertig, ich bin ein bisschen am Verzweifeln mit meinen Haaren, aber es wird schon werden. Ich zeige euch gleich auch noch das Ergebnis, vor allen Dingen der hier dieser Jumper. Das ist diesen Urlaub mein absoluter Lieblingsjumper, den ziehe ich immer morgens schnell drüber und dann der ist so richtig luftig und so, finde ich schön. Ich weiß gar nicht, wo ich den habe ich bei Olympen Hades gekauft, sehr zu empfehlen. Ja, ich mache mich jetzt fertig, ich bin ein bisschen aufgeregt und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Ich melde mich erst nach dem Fotoshooting zurück. Die GoPro hat vorhin wieder gesponnen und ging überhaupt gar nicht mehr an. Ich habe schon Pfeile gekriegt. Jetzt hat sie auch nur 14% geladen und ich wollte euch aber schnell wenigstens mein Kleid und meine Haare zeigen. Hier habe ich mir Schwängerchen reingemacht von unserer Hochzeit. Ich habe auf die Blumen verzichtet. In die Fülle ist gar nicht schön. Das Kleid sieht jetzt schon aus wie Sau, aber. Ich war nämlich schon damit am Wasser und die Haare sehen bestimmt auch nicht mehr schön aus, aber so sieht das Ganze aus. Ich blende euch ja auch noch Bilder ein, ich mache ja noch einen Vlogbericht und so darüber. Und ja, zum Fotograf, der war ein bisschen, also der konnte gar kein Deutsch, nur Englisch und wir können ja nicht so gut Englisch und er war ein bisschen, ich würde sagen ein bisschen motzig. Keine Ahnung, wir waren da nicht so locker. Ich bin mal gespannt. Wir können uns um 1 Uhr schon die Bilder angucken. Um 10 Uhr hatten wir das Shooting. Und genau, das ist noch ein Grund, warum ich es vorhin nicht mehr geschafft habe. Wir haben gedacht, um 10:30 geht es los, aber es ging um 10 Uhr los. Und ich hatte um 15:45 noch nicht mal mein Kleid an. Ja, weil wir uns da mit der Uhrzeit vertan haben. Ja, und jetzt machen Andy und ich gerade selbst noch ein paar Bilder mit unserer Kamera. Und dann gehen wir später uns die Bilder angucken. Andy ist eben aus Versehen auf mein Kleid getreten. Jetzt sieht das Ganze so aus. Das heißt, ich muss es noch zur Schneiderin bringen. Da guckt er. Ja, ich glaube, er findet es sogar schlimmer als ich. Aber die Schneiderin, die kriegt das wieder hin. Meine Schneiderin ist gut. Ja, ich muss dann mal gucken, was ich mit dem Kleid mache. Also ich werde es reinigen lassen, dann nochmal zur Schneiderin reparieren. Und dann habe ich so eine Maßbürste und ich denke, dann wird das Kleid da drauf kommen. Und zu Deko-Zwecken in unserer Wohnung stehen. Mal gucken, ja. Also ich denke, dass es so geht. Ich melde mich auf jeden Fall später, wenn wir uns die Bilder angucken. Vielleicht kann ich da auch schon ein bisschen filmen. Wir waren Mittagessen und beim Fotograf und haben schon die Bilder bekommen und eins ausgedruckt. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir durften uns das halt aussuchen. Wir haben uns für so ein lustiges entschieden. Es ist echt richtig cool geworden. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber da steht Help. Und Andy hat so die Taucher-Maske auf und die Flossen und zieht mich dann so ins Meer. Ja, ich konnte euch leider bei dem Fotografen mit der GoPro wieder nicht mitnehmen. Die spinnt irgendwie rum. Ich habe die jetzt auf jeden Fall geladen bekommen und ich hoffe echt, dass die in dem Urlaub nicht kaputt geht. Und ich glaube, danach schicke ich sie zurück und tausche sie um. Ich will eine, die funktioniert, ja, weil die ist ja ganz neu. Und ich habe jetzt gemerkt gehabt, also die GoPro hat eine normale An-Taste und so eine Schnellstart-Taste. Und bei der Schnellstart-Taste hängt sich die Kamera jedes Mal auf. Und bei der normalen geht's, ja. Aber ich weiß nicht, was vorhin wieder los war. Es ging einfach nichts, noch nicht mal mit Akku rein, Akku raus. Sie hat nicht mehr geladen, gar nichts mehr. Das kann es ja nicht sein, ja. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass sie den Urlaub noch hält. Ich glaube, ich werde jetzt haben wir ungefähr Halbzeit vom Urlaub die Speicherkarte mal wechseln, dass zumindest die Daten, die bisher drauf sind, sicher sind. Ja, ansonsten, ich habe ja gedacht gehabt, dass es hier bestimmt eine Woche dauert, bis mein Brautkleid getrocknet ist, aber wir haben das jetzt hier alles hingehängt und ausgewaschen und es ist schon echt richtig trocken und jetzt, oh Gott, hört man das? Das ist echt, was da noch an Sand rauskommt, obwohl wir schon ausgewaschen haben. Das müssen wir jetzt gleich mal ausschütteln und nochmal auswaschen und das halt im Urlaub ein paar Mal machen. Und Andy, seine Sachen, die waren ja relativ unkompliziert. Ich hoffe nur, dass seine Anzughose
vom Salzwasser keine Flecken kriegt, ja. Aber ansonsten sind seine Sachen ja wirklich unproblematisch. Ich habe jetzt eben auch unsere Reiseleitung gefragt, weil es hier auf der Insel eine Reinigung gibt, ob ich das Kleid da abgeben kann. Und sie hat gesagt, um Gottes Willen, nein, das kommt nicht mehr heile zurück, ja. Und deswegen, ja, werden wir jetzt gucken, dass wir das einigermaßen sauber kriegen, das Wissen in den Koffer und dann kommt das zur Schneiderin und bei uns in Deutschland in die Reinigung. Ja, ansonsten tut es mir leid, dass ich euch jetzt nicht so mitnehmen konnte. Wir haben jetzt auch heute noch so ein bisschen, ja, so für uns so ein bisschen Hochzeitsprogramm ohne Kleid, weil das kann ich heute nicht mehr tragen. Nee, wir haben jetzt, hier gibt es verschiedene Restaurants, die man buchen kann, die halt nicht in diesem All-Inclusive-Package sind. Da haben wir heute jetzt am Strand was gebucht und wir wollen noch so ein bisschen für uns mit dem Ehegelübde und keine Ahnung was, aber da muss ja niemand dabei sein. Das ist ja so ein bisschen auch für uns, ne? Jetzt nicht so typisch die... Vielleicht, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, was wir jetzt hier gebucht haben. Man kann ja ganz normal klassisch buchen, eine Hochzeit an diesem Strandpavillon mit so einem freien Redner. Und in Fuerteventura wollten wir das ja auch auf jeden Fall machen, aber es wäre halt auch auf Deutsch gewesen. Und jetzt haben wir überlegt, ob wir das hier auch machen. Das hätte man auch jetzt noch buchen können und haben uns jetzt aber auch spontan dagegen entschieden, weil die hätten einem so ein Blumenmädchen und keine Ahnung was gestellt. Und wir fanden das halt irgendwie, es ist schön, dass es sowas gibt, aber wir fanden es halt ein bisschen komisch und haben dann halt gesagt gehabt, weil es halt auch nicht auf Deutsch gewesen wäre, wir verstehen es ja dann eh nicht, ja. Und deswegen haben wir dann halt auch gesagt gehabt, nö, wir machen das mit diesem freien Redner nicht und wir machen einfach diese Hochzeitsbilder und Essen am Strand und Ehegelübde so für uns und da brauchen wir auch keinen freien Redner, ja. Deswegen haben wir uns da jetzt nochmal umentschieden, aber die Bilder sind halt einfach eh das Wichtigste und das ist das, was auch bleibt, ne, und das, was man halt für sich tut. Aber die bieten das halt hier an, die haben da auch verschiedene Pakete, man kann da alles Mögliche buchen, das ist schon bestimmt sehr zu empfehlen, aber wir haben uns da halt jetzt gegen das Blumenmädchen, was wir nicht kennen, entschieden. Und ja, wie gesagt, mein Kleid muss ich jetzt mal sauber kriegen, jetzt gehen wir noch einen Moment an den Strand, haben jetzt heute Mittag ganz normal Mittag gegessen und heute Abend hoffe ich, dass ich euch nochmal mitnehmen kann zu diesem geilen Restaurant und euch das zeigen kann, aber ich verspreche nichts, weil, ja, Kamera macht Zicken, ne? Gerade einfällt, was ich euch auch noch zeigen wollte und das ist irgendwie heute Morgen passiert, weil ich keine Mütze auf hatte und zwar, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, habe ich Sonnenbrand auf dem Kopf bekommen und es tut so krass weh. Ich kann jetzt auf jeden Fall nur noch mit Mütze rausgehen und ja. Das ist einfach, weil wir haben uns ja heute Morgen nicht eingecremt, weil sonst hätte ich das Kleid nicht mehr angekriegt und wir hätten, glaube ich, noch mehr geschwitzt, wie wir es eh schon haben. Und dann haben wir darauf verzichtet und auch hier am Brustbereich und so und Schultern bin ich jetzt ein bisschen rot. Ich muss mich heute Abend gut mit Aloe Vera eincremen. Aber das am Kopf, ja, vor allen Dingen, ich kann mich ja nicht hier am Scheitel mit Sonnencreme eincremen. Und ich weiß, zumindest weiß ich nicht, ob das geht. Das habe ich noch nie gemacht, ja. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Nicht Regenzeit auf den Malediven. Ich muss es euch zeigen. Das ging sowas von schlagartig, dass es hier dunkel geworden ist. Von einer auf die andere Minute. Das ist so krass. Und draußen sind noch Schnorchler. Wir beobachten jetzt mal ein bisschen, ob die noch zurück können. Weil wenn nicht, müssen wir schnell in der Tauchschule Bescheid sagen, weil die sind ziemlich weit draußen. Thank you.
fix und fertig. Ich dachte schon, dass dieser Tag echt in einer Katastrophe endet. Ich habe ja eben gerade gesagt gehabt, ich glaube, wir müssen da in der Tauchschule anrufen und Hilfe holen. Und ja, so war es dann jetzt auch. Und wir haben die einfach nicht mehr wiedergefunden. Als ich eben gesagt habe, ja, wir müssen mal gucken und so, da war das ja noch nicht so schlimm, das Wetter. Da haben wir ja noch gedacht gehabt, joa, die werden vielleicht schon erfahren sein, wenn sie da rausgehen. Und keine Ahnung, muss man einfach mal gucken, dass halt nichts passiert. Und dann fing das Unwetter an und man hat sie einfach nicht mehr gesehen und nicht mehr gefunden. Dann haben wir ganz schnell die Tauchschule angerufen und es hat ewig gedauert, bis da ein Boot kam. Also wir haben echt gedacht gehabt, ja, wenn was passiert ist, dann kommt da echt jegliche Hilfe zu spät. Man muss sich das so vorstellen, dass es ist eine Seite der Insel, wo man halt schwimmen kann, wo auch das Hausriff ist und da, wo wir wohnen, wo diese Strandbungalows halt sind, das ist der Norden der Insel, da darf man auch offiziell schwimmen und schnorcheln, aber es ist halt einfach eigentlich niemand hier, keine Menschenseele, es ist halt so eher die Seite der Stachelrochen, die gibt es zwar überall, aber das ist halt so das Hauptding und ich glaube, deswegen gehen da auch nicht so viele rein, weil man halt ein bisschen aufpassen muss, wo man hinläuft, ne? Und da sind die reingegangen und das Schlimme war, es waren einfach 5 Leute und es waren 2 Kinder dabei und die Kinder, die haben ja auch, selbst wenn sie erfahrene Schnorchler sind, ja, oder die Eltern erfahrene Schnorchler sind, hast du ja gar keine Kraft bei so einem Unwetter, ne? Und diese Wellen, die sind so gegen diese Wellenbrecher geschlagen, also ja. Auf jeden Fall kam dann noch eine andere Frau, die konnte auch Deutsch und hat dann auch mit denen abgesucht, dann haben wir uns aufgeteilt, der Ehemann ist da stehen geblieben, um das Schiff zu lotsen und wir sind da rum und haben geguckt, ob sie vielleicht irgendwo angespült wurden und Hilfe brauchen und so und dann nach ein paar Minuten hat die Frau sie dann halt auch gefunden und Entwarnung gegeben und dann sind sie halt so um die Insel drumherum angespült worden am Strand, ja, also ist nichts passiert, auch nicht verletzt oder so und ja, denen geht's blendend und wir haben uns voll die Sorgen gemacht, aber ja, keine Ahnung. Und dann, als wir das dann halt auch gesehen haben, kam dann, wie lange, das ist schwer zu sagen, wie lange es gedauert hat, aber ich glaube, insgesamt die Nummer bis dieses Boot aber hat bestimmt mindestens 10 Minuten gedauert, eher länger. Aber in solchen Situationen kommt einem ja die Zeit auch immer ein bisschen länger vor, aber 10 Minuten waren es definitiv, bis das Boot da war. Und das Problem ist halt auch, die haben mit Sicherheit Vollgas gegeben, ja. Aber dadurch, dass nur die Boote an dem Hafen halt liegen, auf der Südseite der Insel und bis die dann von der Tauchschule am Boot sind und dann, wir haben gesehen, die haben so ein Speedboot und das hat Spanier überschlagen, das Boot, so schlimm war das Unwetter, ja. Und ja, und das Problem ist halt einfach, das wird auch einen Grund haben, warum das so ist, aber ich weiß ihn halt einfach nicht, dass auf der Nordseite kein Boot liegt und wir haben einfach gesagt gehabt, wenn man halt da offiziell schwimmen darf, ja, ist ja auch okay, wenn da kein Bademeister oder keine Ahnung was ist, das haben die vorne auch nicht, aber dann würde ich es einfach sinnvoll finden, wenn es so wäre, dass hier auf der Inselseite auch ein Boot liegt und dass im Notfall, wenn jemand anruft, ja, die zumindest von der Tauchschule nur mit Speed da in dieses Boot einsteigen müssen und dann raus. Aber bis dieses Boot da um die Insel gefahren ist, das ist, also ich habe schon gesagt, Andy sagt, es ist ja immer ein Notfall, wenn man anruft, aber ich sage, wenn man wirklich sowas richtig, richtig Akutes ist, wie keine Ahnung, irgendjemand kriegt Wasser, einen Herzinfarkt oder keine Ahnung was, das, also es dauert einfach zu lang, ja. Aber ja, wenn man einen Krankenwagen anruft, hat Andy jetzt vorhin gemeint, das dauert ja auch, ja. Aber das ist, mir ist immer noch richtig übel. Ich habe einfach gedacht gehabt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass da 5 Leute untergegangen sind, ja. Wenn man zu 5 schnorcheln geht, dass dann vielleicht einem was passiert, aber keine Ahnung, was ich denke mir, einer muss es doch an Land schaffen, ja, um Hilfe zu holen oder keine Ahnung was, oder dass man einen sieht, aber die waren alle 5 weg. Keine Ahnung, wo die abgeblieben sind, aber die müssen so schnell da auf die andere Inselseite gespült worden sein. Also, ja, man hat sie einfach nicht mehr gesehen. Aber gut, es sind alle wohlauf, ich bin zufrieden. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es anders gewesen wäre, aber übel ist mir immer noch. Ja, das Wetter, das nimmt jetzt seinen Lauf, aber die haben jetzt auch nochmal hier den ganzen Strand abgefahren, als das Boot dann eh schon da war und ist niemand mehr im Wasser.
Ja, das ist wirklich Horror. Ich habe schon zum Ende gesagt gehabt, wenn wir auf unserer Seite schnorcheln gehen, auf gar keinen Fall weit raus. Eben habe ich mich zuerst tierisch aufgeregt, wie dumm die Leute sein können, dass sie da rausgehen und so, ja, bei so einem Wetter. Weil man hat die Wolken ja schon ein bisschen gesehen, aber Andy hat auch gesagt gehabt, das ging eben so schnell, das konnte man nicht abschätzen, ja. Aber ja, das ist wirklich, wie schnell hier das Wetter umschlagen kann, das ist echt der Wahnsinn. Und das Schlimme war wirklich einfach, dass Kinder dabei waren. Oh, okay. Wir sind alle wohlauf, alles ist gut, ist auch niemand anderes im Wasser und jetzt können wir wieder unseren Tag genießen. Aber boah, irgendwie, also mir hat das jetzt echt so auf den Magen geschlagen. In der Kamera einfach nur noch rot aus, habe ich das Gefühl. Wir haben uns jetzt fertig gemacht fürs Abendessen. Das ist mein Outfit. Bluse, kurze Hose. Keine Schuhe, aber ich glaube, Flipflops ziehe ich vielleicht noch an in dem Restaurant. Und ich finde die Bluse so schön. Ich bin so froh, dass meine Mama mir diese Bluse mitgegeben hat. Die ist echt toll. Ja, GoPro hat sich auch wieder beruhigt und das Wetter hat sich auch wieder beruhigt. Jetzt habe ich nochmal Wetterbericht für morgen geguckt. Ist ja auch nochmal Unwetter gemeldet, aber das ist jetzt hier auch schnell vorübergezogen. Also es sieht schon wieder schön aus. Ja, und ich glaube, wenn wir es morgen schaffen, je nachdem, wollen wir uns mal den Sonnenaufgang an der Sandbank oben angucken. Ich sage auf jeden Fall schon mal gute Nacht, blende euch aber das Essen noch ein. Und wenn heute Abend noch was Aufregendes passiert, blende ich euch das auch ein. Aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall sage ich deswegen an dieser Stelle schon mal gute Nacht.